Ja, ich fahre ein bisschen schnell, aber das gehört halt dazu. Kannst du mich auch vielleicht bei Google weiterempfehlen? Nein, absolut nicht. Ich fahre jetzt. Warum kann ich denn hier nicht über den Rasen fahren? Jetzt bin ich hier schon wieder hängen geblieben, Mann. Ich müsste abgeholt werden. Wo bist du denn? Kennst du diesen Stadtteil, wo so viele Häuser stehen? Was? Ist dir schlecht? Ich kann jetzt nicht anhalten. Ja. Ich kann jetzt nicht anhalten. Ey, du kannst doch nicht einfach rausspringen. Kann, du hast mich überfahren und aus dem Bus geschmissen. Ja, das war aber nicht meine Schuld. Ja, weiß ich jetzt nicht. Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Roblox-Video und zum Bus-Simulator mit Danja. Danja, herzlich willkommen. Ich habe gehört, du möchtest heute verreisen. Ja, ich möchte gerne mal wegfahren. Ja, da musst du, glaube ich, auf Ride drücken. Ich werde heute der Busfahrer sein. Ich arbeite heute einen Tag als Busfahrer. Und ich habe auch schon mein Arbeitsgerät gefunden. Und zwar ist es dieser schöne Bus hier in Blau. So. Wo steige ich denn ein? So. Am Canterbury Busbahnhof. Okay, da hole ich dich dann gleich ab. Sicherlich. Das wird bestimmt eine ganz So, mein Bus Fahrt. Ist schon da. So, okay. Was muss ich jetzt hier alles machen? Zuerst einmal muss ich eine Route... Wo bist du nochmal? Am Canterbury Busbahnhof. Okay, habe ich jetzt ausgesucht. So, ich muss einmal die Elektrik anschalten. Das habe ich auch. Dann den Motor. Ich glaube, ich muss die Tür noch schließen. Ja. Einmal die Tür schließen, sehr gut. Warum chill ich denn hier so im Bus? Was ist das denn? Ich chill ja hier richtig. So, okay, so, dann fahren wir jetzt einmal los. Oh, ich bin voll aufgeregt. Wo muss ich denn hin? Achso, ich muss erstmal hier raus. Nicht im Dienst? Natürlich bin ich im Dienst. Wie sieht denn dein Bus aus? Ja, wirst du gleich schon sehen. Ich sag schon, wenn ich da bin. Du wartest jetzt bitte. Ja, wo muss ich denn hin? Achso, Canterbury Busbahnhof. Okay, alles klar. So. Hast du denn schon ein Ticket gekauft? Kann ich das nicht im Bus machen? Ja, weiß ich nicht. So, da ist ja noch ein Bus. Man grüßt sich ja immer. Das habe ich jetzt gemacht. So, ich muss jetzt hier einmal nach rechts fahren. Das mache ich mal. Wie, ich darf hier nicht durch? Natürlich darf ich hier durch. Was soll das denn heißen? Ist doch keine Einbahnstraße. Was ist das denn? Ich sehe dich, glaube ich, schon. Hallo, Danja, ich bin da. Supidupi. So, steig gerne ein. Andere Seite. Hallo, darf ich ein Ticket kaufen? Ja, es ist okay. Du hast ja ein Monatsticket. Ist in Ordnung. Geh durch. Okay. So, dann mach ich mal das Licht an. Ich sitze natürlich hinten. So, wo möchtest du denn hin? Also, ans Meer. Ans Meer, okay. Also, ich könnte dich zum Canterbury Krankenhaus bringen. Ich will aber nicht dahin, ich will gerne ans Meer. Du möchtest, das ist mein erster, achso, Canterbury direkt am Meer. Ja, das kostet aber. Okay, wo ist denn das Meer? Hallo, was ist denn mit diesem Bus los? So, wir fahren jetzt los. So, bitte anschnallen. Du hast dich nicht angeschnallt. Doch, doch. So, was ist denn hier mit euch los? Könnt ihr mal ein bisschen Platz machen? Was ist das denn? Oh, jetzt kann ich hier nicht rausfahren, oder was? Na gut, dann fahre ich woanders raus. Hallo, kannst du mal bitte warten? Der will ein Rennen. Okay, dann kriegt der ein Rennen. Also normalerweise musst du auch hier einsteigen, ne? Aber hast du ja... Das war jetzt eine Ausnahme. Ist ja auch gut, Mann. So, du willst zum Meer, hast du gesagt? Ja. So, wir haben ja grün... So, ich glaube, das war die falsche Seite, ist nicht schlimm. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich glaube geradeaus. So. So. Ich bin ein bisschen schnell, habe ich das Gefühl. Aber ist nicht schlimm, du fühlst dich gut, oder? Naja, es geht so. Du könntest vielleicht ein bisschen drauf achten, dass mir Warte, stopp. Ich kann dir dein Ticket, glaube ich, ausdrucken. Ich habe doch ein Monatsticket, hast du gesagt. Achso, funktioniert auch gerade nicht. Okay, dann fahren wir weiter. Ist okay. So. Ist schon echt ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Ja, hallo, das gehört dazu, wenn man mit diesem Bus fährt. So. Du wolltest direkt ans Meer. Ja, ich will auch ans Meer. So, warum fahre ich die ganze Zeit auf... Ich würde halt auch gerne in einem Stück ankommen. Warum fahre ich die ganze Zeit auf der falschen Seite? Das verstehe ich nicht. So, dann fahren wir hier. So. Guck mal. Hey, das ist mein erster Tag. Ich finde, ich mache das schon ziemlich gut. Ist bei dir alles in Ordnung soweit? Ja, alles gut. Genießt du ein bisschen den Ausblick? Möchtest du vielleicht ins Kino? Guck mal, hier gibt es auch ein Kino. Super. Möchtest du nicht? Nein, ich will ans Meer. Hier ist auch ein Burger King. Fahr doch mal ans Meer, wenn ich sage, du sollst ans Meer. Was bist du? Außerdem steht auf deinem Bus nicht im Dienst. Ja, weiß ich auch nicht, warum das da nicht steht. Das ist eine VIP-Fahrt, die du jetzt gerade bekommst.
Ich glaube, ich werde entführt. Du wirst nicht entführt. Hallo, ich arbeite als Busfahrer heute. Warum sollst du entführt werden? So, weil auf dem Bus steht nicht im Dienst. Ja, weil das die VIP-Fahrt ist. Oh, sorry. Guck mal, wir sind gleich am Strand. Ich fahre dich sogar direkt an den Strand. Guck mal. So einen Service kriegst du sonst bei keinem anderen Bus. So, okay. Wir sind da. Ja. Aha. So, du darfst gerne aussteigen. Kannst du mich vielleicht an einer ordentlichen Haltestelle rauslassen? Würde das gehen? Ja, du bist aber direkt hier am Strand. Was willst du denn Besseres? Ja, ist ja okay. Vielen lieben Dank für diese tolle Fahrt. Ich glaube, den Bus kriegst du nie wieder aus dem Sand. So, ich glaube, wenn wir schon mal am Strand sind, dann genieße ich jetzt auch meine Pause hier am Strand. Oh, das ist ja schön. Das ist ja schön. Traumhaft. Einfach toll. Schön. Schön, schön, schön. So, und du musst ja wahrscheinlich gleich wieder los. Ja. Ich könnte dich mitnehmen. Okay. Bin unsicher, ob ich das möchte. Dein Bus ist doch weg. Ja, ich muss jetzt einen neuen Bus, weil der hatte einen Unfall. Ich krieg jetzt einen neuen Bus. Ich krieg einen neuen Bus. Okay, ich geh jetzt erstmal Riesenrad fahren. Mach das. Ich komm und hol dich gleich ab. Ja, lass mal lieber, du. Das war letztes Mal jetzt nicht so eine angenehme Fahrt. Ich würde das einfach bei so einem ansässigen, tollen Busunternehmen, was hier auch arbeitet, machen, okay? So. Hallo, ich kann das, okay? Hallo, bitte weg von meinem Bus. Ich muss jetzt ein bisschen überholen. So, ich bin noch nicht im Dienst. So, ich hole dich gleich vom Meer ab, okay? So, dann fahren wir hier einmal durch. Ja. Ja, ich fahre ein bisschen schnell, aber das gehört halt dazu. Kannst du mich auch vielleicht bei Google weiterempfehlen? Nein, absolut nicht. Bitte. Nein. Okay, so. Route ändern. Ich möchte ja... Riesenrad ist toll, Riesenrad ist super toll und wundervoll und voll. So, jetzt gehe ich mal wieder zum Bus, denn ich würde eigentlich ganz gerne wieder nach Hause fahren. Ja, ich will dich auch abholen. Nee, lass nur, ist schon okay, ich nehme einfach einen anderen Bus. Kein Ding, wirklich gar nicht, überhaupt nicht. Okay, dann fahre ich jetzt einmal zum Supermarkt. Hallo, was soll das denn? Guck erstmal nach rechts und links, ob du überhaupt fahren darfst. Oh, das ist gar keine Bushaltestelle, das sind E-Auto-Tankstellen. Ja, siehst du? Ah, da ist die Bushaltestelle. Okay, dann warte ich hier jetzt einfach mal, bis ein Bus kommt. Ja, das kann ein bisschen dauern, weil das ist meine Route eigentlich. Deine Route. Ich muss jetzt erstmal hier zum Einzelhandelspark. Woo! Oh, okay. Das war ein bisschen... Oh, ja, das war ein bisschen knapp. Wann kann ich denn... Warum steht denn bei mir die ganze Zeit nicht im Dienst? Weil du wahrscheinlich nicht im Dienst bist. Doch, ich eingestellt hat. Eigentlich schon, aber das Gefühl... Die Leute möchten nicht, dass ich arbeite. Hallo, was steht... Wie habt ihr denn hier geparkt? Was soll das denn? Also ich finde, ich fahre ziemlich gut. Oh, ich darf über eine Brücke fahren. Oder auch nicht. Okay, ich muss einmal drehen. Sorry. So, ich komme wieder zurück. Und wie geht's dir so? Also du kannst natürlich auch... Ja. Du kannst natürlich auch einen Bus fahren, wenn du möchtest, ne? Also ich glaube, dass ich einfach alleine einen Bus fahren werde, weil hier kommt ja keiner mehr. Was ist das denn? Also sorry, also... Die Wegbeschreibung, die passt ja gar nicht. Krieg ich echt die Krise. Ja, und die parkenden Autos, die müssen drunter leiden. Ich kann keinen Bus fahren. Ja, dann musst du das aussuchen oben. Ich kann das oben nicht aussuchen. Ich fahre jetzt... Warum kann ich denn hier nicht über den Rasen fahren? Jetzt bin ich hier schon wieder hängen geblieben, Mann. Also, ich hätte das auch einfach so machen können. Okay, ich verstehe. So, ich muss einmal kurz hier die Einfahrt benutzen. Ich fahre jetzt selber auch Bus. Ja, mach das ruhig. Muss ja auch mal was passieren. Aber du bist wahrscheinlich auch nicht im Dienst. Ich kann mir auch schlecht darauf verlassen, dass Kahn irgendwas macht. Wann bin ich denn jetzt mal endlich da? Nö, ich fahre hier so lang. Oh, warte, okay, warum fährt mein Bus denn nicht? Hallo, Bus, du, du. Kannst du bitte fahren? Ja, du musst auch unten erst alles einstellen. Hä, was muss ich denn hier alles einstellen? Elektrik? Motor. Hallo, warum fahre ich denn jetzt nicht? Mann! Kann ich die Tür zumachen? Okay, Tür. Ich habe eine Panne. Zweite Tür ist nicht vorhanden. Wie, du hast eine Panne? Ich habe eine Panne. Mhm. Wo bist du gerade? Soll ich dich abschleppen? Ich bin beim Kreisverkehr da. Wo ist denn der Kreisverkehr? Ja, keine Ahnung. Was? Oh, toll, wie... Ich weiß auch nicht, wo ich hier gerade bin.
Ich kann ja hier schlecht einfach eingeben, Kreisverkehr. Ah doch, da ist ein großer Kreisverkehr. Ist das der große Kreisverkehr? Nö, ich bin da. Du musst Richtung Einzelhandelspark fahren. So, aber ich kümmere mich selbst um meinen Bus. Alles gut. Na gut. Ich bin so stark, ich kümmere mich jetzt selbst darum. So, ich und mein Bus. Wir fahren Bus. Los jetzt. Ich fahr mit dem Bus. Ich fahr mit dem Bus. Ich hab einen Bus. Ich fahr die besten Routen. Ich hab einen Bus. Oh, ich hänge jetzt die ganze Zeit in der Luft. Ich krieg die Krise. Ich hab einen krassen Bus. Mein Bus. Huch. Oh, Entschuldigung, das war der Spielplatz. Das ist ein bisschen gefährlich auch. Passt mal auf hier. Achso, hier ist Dingsverkehr. Ah, okay. Hier ist Linksverkehr. Achso, okay. Also ich glaube, ich bin jetzt auch mal gleich da. Also das ist jetzt ein bisschen... Ja, sorry, hier muss ich einmal ganz kurz... Das Auto hier ist nicht ordnungsgemäß geparkt, muss ich sagen. Das ist hier zu nah an der Kreuzung. Ja, ist mir hier und da auch schon aufgefallen, tatsächlich. Also es ist für meinen Bus ein bisschen, ne? Also alles muss auch Platz machen für meinen Bus, ja klar. Oh, jetzt hänge ich hier ein bisschen fest. Ja, naja, aber nichts, was mein Bus nicht regeln kann. Oh, doch, ich glaube, das kann mein Bus nicht regeln. Okay, Aha, ich glaube, ich habe die Wohngegend kaputt gemacht. So, endlich, jetzt bin ich auch mal im Dienst. So, wo muss ich hinfahren? La, 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 la. Wo muss ich denn hinfahren? Das ist ein Bus. Ich fahre mit dem Bus, mit dem Bus, ich fahre mit dem Bus. Und dann fahre ich mit dem Bus, mit hier dem unten Bus. Steht das. Ich fahre jetzt mit dem Bus. Los geht's, ich fahre mit dem Bus und fahre noch mit dem Bus. So, okay, ich muss jetzt hier geradeaus fahren. Warum ist mein Bus eigentlich fast so groß wie ein Gebäude? Das weiß ich nicht. Okay, also ich... Bus einfach. Ich fahre... Wow! Oh, wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Ich fahre eigentlich gerade ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, ich auch. Oh, Entschuldigung, es tut mir leid. Es tut mir wirklich sehr leid. Oh, jetzt fahre ich hier in das Gebäude rein. Okay. Das war der Baum. Ups, Entschuldigung. Oh, das war eine solide Wand. Bin ich hier richtig? Das letzte Gebäude war ein bisschen weicher. Hallo. Bin ich hier richtig? Ich schau mal nach. Okay, dann fahre ich wohl wieder über die Wiese zu... Oh, jetzt, Ja, keine aktiven Dienste verfügbar. Was ist das denn bitte für ein Busbahnhof? Ich ruf mal Kahn an. Kahn? Hallo? Ja? Bitteschön, wie kann ich helfen? Ich müsste abgeholt werden. Wo bist du denn? Ja. Ja, wo bist du? Frage. Ich, kennst du diesen Stadtteil, wo so viele Häuser stehen? Oh, was? Oh, das wollte ich nicht. Ich bin beim Aldi in der Nähe. Beim Aldi? Wenn du zum Aldi kommst, kannst du mich finden. Ja, keine Ahnung. Also ich habe jetzt wieder einen neuen Bus. Also ich habe das Gefühl, ich mache meinen Job als... Busfahrer mache ich jetzt nicht so gut. Also mein Bus steht da ganz gut jetzt. Ich würde jetzt dann mal zum Aldi-Parkplatz laufen und hoffen, dass Kahn... Also wenn du zur Busstation von Canterbury kommen kannst, dann... Da kann ich nicht! Wieso denn nicht? Weil ich das nicht kann. Gut, warte. Ich hole dich gleich ab. Oh, meine Tür ist noch auf. Ich glaube, Daniel, es wird auch mal wieder Zeit, den richtigen Bussimulator zu spielen. Canterbury Busbahnhof. Also ich mach das so gut. Okay, ich bin am Canterbury Busbahnhof. Ja, ich hole dich jetzt ab, alles gut. Die Strecke kenne ich ja. Ist der pinke Bus da von dir? Ich bin noch nicht da. Es sind echt viele mit dem Bus. So, ich bin jetzt da. Okay, ich warte hier einfach. Wo bist du denn? Ich sitze da. Bei Costco. Also ich bin jetzt da. Wo? Du musst, komm nach vorne. Guck mal, warte, ich fahre hier lang. Siehst du mich? Bist du der pinke Bus? Ja. Ah ja, Betriebsfahrt. Komm rein. Oh, du bist jetzt mal ein offizieller Busfahrer. Ja, kannst du mal sehen. Das ist ja toll. Cool, ich setze mich direkt hinter den Fahrer. So, ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, wo ich lang muss. Ich fahre jetzt erstmal. Ja, fahr einfach mal. So, du kannst mich heute ein bisschen begleiten jetzt. Also jetzt ist es vielleicht auch mal offiziell. So, okay, jetzt muss ich hier rechts abbiegen. Okay, die Ampel ist rot. Okay. So. Dann fahren wir hier einmal nach rechts, ja.
Okay, wir müssen am Kreisverkehr geradeaus. Ich glaube. Weiß nicht. War das jetzt richtig? Ich glaube, ich bin falsch gefahren. Naja, das kann mal passieren, Kahn. Huch, passt du bitte ein bisschen auf? Hallo, ich muss... Also ich hatte heute schon einen ganz schlimmen Busunfall. Ja, aber ich muss mich auch... Ja, das ist aber nicht meine Schuld. Hm, naja, mal sehen. Wer hupt denn da? Okay, jetzt muss ich geradeaus. Wir sind auf der richtigen Strecke dann, ja? Super. Okay, komm, rote Ampeln kennen wir heute nicht. Ich hupe einfach. Ah, ich musste... Oh, ich musste links. Okay, ich fahre einmal kurz zurück. Musste hier einmal rein. Kahn. Was? Ist dir schlecht? Ich kann jetzt anhalten. Ja. Ich kann jetzt nicht anhalten. Kahn. Ey, du kannst doch nicht einfach rausspringen. Okay, zweiter Ausgang. Der hat mich einfach überfahren. Ja, weil du rausgesprungen bist. Jetzt muss ich mir erstmal übergeben gehen. Vielleicht bin ich auch mal gleich an meinem Ziel. Wo ist denn der jetzt hin? Ich bin nicht mehr da. Hat er mich aus dem Bus geschmissen. Oh, ich glaube, ich habe mich verfahren. Och Mann, das kommt immer so spät. Kahn, du hast mich überfahren und aus dem Bus geschmissen. Ja, das war aber nicht meine Schuld. Ja, weiß ich jetzt nicht. Okay, wo muss ich denn jetzt rechts abbiegen? Hier kann ich gar nicht rechts... Oh, Leute. Jetzt muss ich wieder zurückfahren. Ich glaube, hier muss ich rein. Und jetzt? Rechts, okay. Wieder links. Okay. Also ich mache das ziemlich gut dann, ja. Mhm, ganz toll. Also die Leute parken hier echt ein bisschen komisch. Erstmal, was ist das denn für eine Route, bitte? Wo muss ich denn überhaupt hin? Ost-Canterbury, okay. Ja, also ich sag mal so. Ich weiß nicht, ob ich danach noch meinen Job habe, aber es könnte sein. Oh, ich hab's geschafft! Tja. Cool! Super. Ich hab 40 Punkte bekommen. Also ich glaube, ich habe meinen Job schon ziemlich gut gemacht. Nun gut, Leute. Also Busfahrer, weiß ich, ob das der richtige Job für mich ist. Könnte sein, könnte nicht sein. Ich weiß es nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Tschö.